Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. So, wir haben beim letzten Mal zwei schwere Missionen gemacht. Eine haben wir geschafft, die andere nicht. Und die Mission bei Ray, die lasse ich jetzt erstmal, weil die echt schwer ist. Mit dem Rahmen 3 Sterne. Arsch 3 Sterne. Wahrscheinlich erhöht sich die Zahl der Sterne immer um 1, wenn ich ihn einmal ramme. So dass ich, wenn ich ihn einmal ramme, dass ich dann 2 Sterne habe, weil einer zu wenig wäre. Dann, wenn ich ihn das zweite Mal ramme, habe ich 3 Sterne und so weiter. Das wird ziemlich hart. Naja, schnelle Autos, schnelles Geld. Machen wir. Hört sich gut an. Tausend ist ja nichts. Will ich dem 1000? Ach, schnelles Geld. Ja gut, in echt wäre das was anderes. Aber hier kriege ich ja 100.000 mindestens für irgendeine Mission. Ach so, ich brauche einen schnellen Wagen, ne? Ja. Ist mein Wagen schnell genug? Ich schätze mal nicht. Oder kann ich einfach parken oder so? Wir packen da jetzt mal einfach. Fertig machen zum Start. Ja, toll. Und wieso starte ich jetzt hier? Wo muss ich überhaupt hin? Ich habe keine Karte. Und mein Wagen ist lahm. Naja, dafür kann ich die alle wegkicken. Ist schon mal schön. Und nicht andersrum. Weil mein Wagen eben schwerer ist. Naja, okay, es ist circa gleich. Aber die haben auch nicht so die schnellsten Wagen. Ah, der eine qualmt schon ein bisschen, der Patriot. Also, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt abfackeln können oder so. Oh. Habe ich das richtig verstanden, dass ich 15 Mal den Checkpoint zuerst erreichen soll? Oder ist das irgendwie... Ich glaube, ich habe es so richtig verstanden. Weil wenn einer den Checkpoint berührt, ich kann auch einfach hier runter. Blöd. Weil wenn einer einen Checkpoint berührt, dann ist er weg. Auch wenn ich ihn selbst nicht berührt habe, sondern irgendein anderer. Da seht ihr, jetzt ist er weg. Obwohl ich ihn gar nicht berührt habe. Also kann es ja schon mal kein Rennen sein, in dem Sinne. Ich muss einfach nur schneller sein als die. Oder schneller bei 15 Checkpoints sein. Nicht insgesamt unbedingt. So. Ha. Ja. Jetzt kann ich hier nämlich rechts lang und kann mir den Checkpoint schon mal schneller holen. Und den hier auch. Okay, die liegen etwas weiter hinten. Ja, toll. Naja, also eine Struktur hat es nicht. Die sind dann einfach irgendwo die Checkpoints. Aber naja. So. Den sollte ich auch erreichen als erster. Ja, die anderen, die hängen da hinten irgendwo rum. Ja, okay. Jetzt, wo sie da hinten rumhängen und da hinten jetzt auch der Checkpoint ist, haben sie wahrscheinlich erstmal einen Vorteil. Gegenüber dem Checkpoint. Oh. So, hier links. Ach, wo ist denn das Teil? Die fahren ja auch irgendwie. Jeder fährt irgendwo anders lang. Okay, den Checkpoint bekomme ich nicht. Na toll, jetzt kann ich wieder zurückfahren. Naja, habe ich jetzt endlich lange Zeit? Ich habe keine Ahnung. Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ja, Jahresspecial steht vor der Tür. Ein Jahresspecial. Habe ich jetzt aber auch schon gefühlte 5 Mal drüber gesprochen. Ist eigentlich schon wieder ausgelutscht, aber... Naja.
Ja, die andere Seite. Immer diese komischen Blumenbeete in der Mitte von der Straße. Was soll das? Total ungünstig. Ergibt überhaupt gar keinen Sinn, dass man so Blumenbeete inmitten einer Straße bauen sollte. Gut, es gibt die. Alter! Nein! Oh. Kommt er mir dann noch zuvor? Ja, manchmal gibt es ja so kleine Inseln, sag ich mal. Die dann, ja, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber dann eben so bedeuten sollen, dass einer warten soll als Fahrer und der andere dann. Alter, was machst du da? Und der andere dann vorfahren soll. Vorfahrtsgewehre? Nein, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich bin noch nicht in der Fahrschule, ich muss was von wissen. Ja. Genau so ist es dann. Nein. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall gibt es ja manchmal so Inseln mit so Bäumen drauf und so, aber das, so ein ganzes Blumenbeet durch die Mitte gezogen, das kenne ich persönlich nicht. Ist vielleicht auch nur in Amerika so, aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass wir das hier besprechen. Gibt es auf jeden Fall wichtigere Themen, die mir jetzt aber auch überhaupt nicht einfallen. Ich habe mir jetzt, bevor ich diese Folge und die letzte Folge angefangen habe, habe ich mir natürlich nochmal ein bisschen was aufgeschrieben. Also so 10 Minuten, bevor ich aufnehmen wollte. Also ich habe ein Let's Play geguckt. Das ging 10 Minuten, da habe ich mir gedacht, ja, okay, nehme ich gleich auf. Okay, 8 von 15. Ah, okay, ich habe es verstanden. Es gab 15 Checkpoints und ich sollte die Masken erreichen. Gut. Und deswegen habe ich jetzt 8000 bekommen. Okay, für jeden Checkpoint bekomme ich 1000. So. Gut, ich habe es jetzt auch verstanden. Ja, Let's Play angeguckt. Ging noch 10 Minuten. Haben wir gedacht, nimmst du gleich auf. Hab meinen Zettel geholt, Stift. Und ja, so mache ich das meistens immer. Und da sind dann so ein paar Sachen bei rausgekommen, die ich jetzt aber auch schon im letzten Part wieder gesagt habe. Und ja. Ja, ne? Ey, wow. Wieso gehen die eigentlich automatisch auf und wieder zu? Was sind das für Garagen? Naja, ist auch egal. Ich habe Heavy Rain jetzt zu Ende geguckt. Das Let's Play. Und es ist doch ziemlich spannend gegen Ende geworden, muss ich sagen. Ich möchte jetzt nicht spoilern oder so. Spoiler sind ja sowieso. Also arg schlimme Sachen. Oder. Naja, ein schlimmes Ding halt. Sagen wir es mal so einfach. Wird aber wirklich echt spannend. Ich kann es nur noch mal jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Oder selbst zu spielen, wenn er die Möglichkeit dazu hat. So wie ich nicht. Ja. Ja, machen wir mal hier bei Azuka eine Mission. Bisschen Abwechslung. V-Montana. Oder. Ja, irgendwie so. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Boah, wie gemein. Nein. So, dann soll ich. Nein, ich nehme jetzt diesen Wagen. Der geht zwar schneller kaputt. Schon klar, aber wir sind auch schnell unterwegs. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt eine kleine Verfolgungsjagd wird. Oh, hier ist eine Sackgasse. Oder? Ja. Sieht ganz danach aus. So. Dann fahren wir in diese Richtung hier. Ist klar, sonst kommen wir auch nicht raus. Und gucken da mal, wo er bleibt. Ja. Ich habe gerade echt nichts zu erzählen. Das ist etwas schade. Aber das kennt ihr ja schon von mir. Ihr seid das ja schon gewohnt. Haben das jetzt ja auch schon jahrelang ausgehalten. Dass ich überhaupt nie irgendwie Themen habe oder so. Mir immer irgendwelche rausleiern muss oder irgendwas anderes. So. Wir sollen den Wagen also beschädigen. 4 Sterne, ja, natürlich. Die merken das auch, wenn ich ihn so ein bisschen ramme. Merken die Polizisten das sofort.
Okay, ich meine, es ist ein Cop. Okay, gut. Trotzdem weiß man sowas nicht direkt. Komm, hier können wir den Wagen meiner schon wieder aufhalten. Arsch. Wie schnell die aber auch. Arsch, das gibt's ja gar nicht. Ich muss mich nur ein paar Mal rammen und ich brenne schon. Etwas schade. Wenn das bei den Gegnern auch so wäre. 4 Sterne, das ist echt übertrieben. Aber wie wenig Schaden der nimmt. Vielleicht sollte ich ihn nochmal mit Raketenwerfer oder so beschießen. Aber ich habe Angst, dass sie mich abknallen und ich direkt tot. Weil ich ja. Ich habe ja nur 7 Leben. Was sag ich da? 40 Leben. Ist ja okay. Wie die hier abgehen. Echt, das gibt gar nicht. Ist echt schlimm. Na komm, Raketenwerfer. Na, boah, ihr seid doch Penner. Wie scheiße war das denn? Ja, und das ist noch dümmer. Theoretisch könnte ich ihn jetzt aber nicht verlieren. Weil er ist ja mit dem Sender ausgestattet. Also kann ich mir ja im Prinzip Zeit lassen. Wäre zumindest jetzt logisch. Na, ja, klar. Schauen, ob das geht. Schätze ich mal, ne? Ah, da hinten ist er ja schon wieder. Alter. Die ramme ich da echt ein paar Mal und ich das irgendwie unten oder so, ne? Das ist im Untergrund. In irgendeinem Tunnel ist der ja toll. Alter, man kann es auch übertreiben, echt. Boah, das, ey, wieso werden die so schwer, die Mission? Das gibt's doch gar nicht. Die waren anfangs so leicht. Und da kommt da sowas. Ja, nochmal neu laden. Ich habe keinen Bock, mir nochmal die ganzen Waffen und so neu zu kaufen bei dem. Wie hieß er, Phil oder so? Ach, ich habe keine Ahnung, wie er hieß. Ja, komm, einmal versuchen wir noch. Ich muss mir nochmal irgendwie Heilung besorgen oder so. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass hier nichts mehr angezeigt wird auf der Karte. Ich habe nicht mehr den. Hier, wie heißt es, den Waffenladen auf der Karte. Ich hab nichts auf der Karte. Ich habe nur die Missionsorte und das war's. Oder vom Minimap. Ich habe ja keine richtige Karte. Und die knallen mich ja auch schon wieder ab. Das ist so übertrieben. Als wenn die es alle nur auf mich abgesehen hätten. Die Polizisten sind viel schlimmer als ich. Wie die abgehen. Oh, tut mir leid. So. Na komm. Ja, passt schon so. Ich nehme gleich den Dingenswagen, mit dem ich hier hingefahren bin. Den LKW. Der hält wahrscheinlich etwas mehr aus. Ist auch nicht so schnell, aber was soll's. Ah ne, hier war ja Leben. Ach, bin ich blöd. Hier kann ich mir ja immer Leben holen. Ja, gut. Habe ich das auch wieder im Gedächtnis, hoffentlich. Naja, gut. Jetzt halte ich wenigstens doppelt so lange aus, mindestens. Oder halte ich durch, so. Und mal schauen, aber wie viel Leben der auch hat. Und direkt 4 Sterne, das ist einfach übertrieben. Ich mach's mal so, dass ich dahin gehe. Und wenn er losfährt, dass ich ihn direkt mit dem Raketenwerfer abschieße. So, dass ich ihn gar nicht, vielleicht gar nicht richtig verfolgen muss. Wer weiß. Je nachdem, ob ich treffe oder nicht. Aber das wäre geil, wenn das gehen würde. Der müsste dann theoretisch direkt im Arsch sein. Oder zumindest sehr, sehr geschwächt. Und das sollte dann auch reichen, weil ich kann ihn ja nicht vorher töten. Weil er ja diese Cutscene ist. Sonst würde ich es wieder mit einer Sniper machen. Da kennen wir uns ja aus. Nein, 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 nein. So, ich möchte nicht auf das Blaue. Ich möchte dann nämlich so hin. Nämlich stehen, falls es geht. Ja. Weil sonst sitze ich direkt im Auto, da muss ich erstmal aussteigen und das kostet dann schon wieder Zeit. So spare ich mir die Zeit fürs. Oh Gott, er fährt natürlich direkt in die Richtung. Bam! So einfach ist das. Keine Bullen. Schön. Gut. Und dann würde ich sagen, ja, also hat sich auf jeden Fall schon mal ausgezahlt, ne? Diese 25.000 habe ich schon mal gut,
gut investiert. Naja, ich würde sagen, ich mache hier erstmal einen Cut und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.